Was ist das für ein Ton? Hallo? Ist da jemand? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 2 mit mir, Thomas von PlayerGeddon. Und es ist mal wieder Zeit, dass ich Panikattacken bekomme. Und ich habe mich jetzt genauestens informiert, wie man die jetzt abwehrt. Also, man muss in dieses Menü da gehen, wenn die Kameras nicht funktionieren, und dann halt unter die Kameraeinstellung gehen, sodass es sich erneuert. Und der Anruf kommt jetzt wieder und eigentlich, wenn alles gut läuft, müssten wir die Nacht schaffen. Und man muss die mit den Tonen weglocken, das habe ich jetzt auch gelernt. Da müssen wir erstmal sehen. Man sieht hier auf den Kameras eigentlich beinahe nichts. Wirklich nichts. Aber nun, oh, da ist er schon. Da ist er schon. Play Audio. Und da ist er auch schon weg. Okay. Wo ist er hin? Oh. Okay, das ist versiegelt. Man kann nur eins jeweils. Okay. Wenn ich noch wüsste, wo der ist. Anscheinend ist er ja hier nirgendwo. Doch, da steht er. Da steht er in Cam. Jetzt werden wir ihn in Cam 10 locken. Mit der Ballonjungen-Stimme. Ich habe mir auch schon überlegt, so ein Best-of zu machen bei allen Szenen, wo ich mich erschreckt habe. Ich glaube, das kommt gut an und ja, es ist so witzig, aber auch eine Menge Arbeit. Jetzt muss ich gucken, wo der ist. Da steht niemand, ne? Nein. Hier ist auch niemand, guckt zumindest keiner in die Kamera. Wo ist der hin? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich um Jumpscare irgendwie... dass irgendwie jetzt gleich ein Jumpscare kommt. Aber vielleicht täuscht auch das Gefühl. Hier steht auf jeden Fall nichts. Dann machen wir mal weiter und versuchen zu sehen, wo er sich rumtreibt. Ich weiß noch gar nicht, wie die Figur überhaupt heißt. Also das würde mich auch sehr mal... würde mich mal interessieren. Okay. Der Anruf wurde beendet und jetzt beginnt die Schreckensnacht. Okay, da steht er. Camps, jetzt werden wir ihn hier hinlocken. Hello. Hello. Steht er da irgendwo? Ich sehe zumindest nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst, ja. Mal gucken, wie das erste LP ankam, beziehungsweise ankommt, denn... das habe ich noch nicht hochgeladen, aber ich habe mir vorgenommen, jeden Tag ein Five Nights at Freddy's Let's Play hochzuladen. Da PC-Aufnahmen meiner Meinung nach sehr gemütlich sind und auch viel Spaß machen. Auch wenn mein PC bei weitem nicht der beste ist. Fuck. Fuck. Jetzt, okay, das müssen wir neu laden. Und schon mal hoffen, wir hoffen mal, dass auch kein Jumpscare kommt. Denn das wird fatal. Ah! Ah! Oh mein Gott, was war das denn? Fuck! Ah! Alter, was war das denn? Alter! Junge! Wo kam er her? Woo! Junge, 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 nochmal. Alter. Ja, was soll ich tun, wenn das Ding am Laden ist? Okay, der Ballonjunge war eine Halluzination. Das habe ich jetzt in anderen Let's Plays gesehen, aber er war ja echt. Und diese Double Jumpscares, die sind echt, boah, nee. Kann ich gar nicht ab. Aber wo kam er her? Kann sein, dass er auch über die Lüftungsschächte kam, ne? Wo ist jetzt der Anruf hin? Der beruhigt wenigstens ein bisschen. Ist da irgendwas? Anscheinend nicht.
Ich glaube, man müsste mal hier die Behörden hinschicken. Also so ein Arbeitsplatz ist ein bisschen... Joa. Was ist das da? Das ist Foxy, ne? Foxy, so Fox, Fox. Hier oben scheint nichts zu sein. Wir suchen ihn, aber finden ihn nicht. Aber ich sehe irgendwie auch nicht, wo der ist. Okay, jetzt habe ich mein Notebook ein bisschen zu mir geklappt. Die Effekte werden jetzt größer sein, aber ich sehe viel mehr. Ja, ihr aber habt ja keinen Unterschied, also ihr merkt keinen Unterschied sozusagen. Okay, hier steht keiner. Wo ist der denn? Hier ist nichts, oder? Einfach mal Play Audio machen. Vielleicht ist er irgendwo in der Nähe und wir haben mal Glück. Hier sehe ich auch nichts. Boah, wenn er über mir ist, ich krieg dann so eine Panik, ey. Oh. Was war das? Was war das? Was ist das für ein Ton? Hallo? Ist da jemand? Nein, wir machen das nicht wie ein Horrorfilm. Was ist das für ein Ton? Hallo? Alter! Alter! Was soll das? Mach mir keine Angst! Mach mir keine Angst! Ach, da ist er ja! Ah, den sieht man überhaupt nicht, finde ich zumindest. Oh oh. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dass ich irgendwie... Scheiße, er ist weg. Jetzt müssen wir gucken, in den Camps hier irgendwo in der Nähe, ob er wohl irgendwo ist. Vielleicht sagt der Ton auch nur, dass er unterwegs ist. Oh, fuck. Fuck. Ich habe Angst. Bitte beeil dich ein bisschen, Kamerasystem. Wir machen einfach mal Play Audio. Ich weiß nicht, wo er ist. Man sieht ihn auch ganz schlecht, finde ich. Fuck. Ah! Och, du kleiner Hurenschmock. Du kleiner Bastard. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist er hier? Nein, ich habe Glück gehabt. Vielleicht ist er über mir. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, zu. Jetzt kommt er schon mal nicht mehr zu mir. Fuck. Er war über mir, er war über mir. Er soll irgendwie runterkommen. Okay, er ist weg. Er ist weg und der Ton kommt wieder. Vielleicht ist er bei mir in der Nähe und er ist durch das Lüftungsschacht gekommen. Ist er hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Okay, er ist auch noch nicht da. Boah, 4 Uhr, das müssen wir schaffen. Ich mache hier einfach mal Play Audio. Was anderes fällt mir momentan nicht ein. Vielleicht schaffen wir es mit ganz viel Glück, diese Nacht zu überleben. Das wird dann wahrscheinlich ein längerer Part, da ich dann in der dritten Nacht abkratzen werde. Ich glaube nicht, dass ich die dritte Nacht schaffen werde. Vielleicht mit Glück... Ist er hier irgendwo? Nee. Ey, ich bin so nervös. Man muss die Behörden hier... Was ist das eigentlich für eine Pizzeria? Ich meine, ah ja, ich habe im ersten Part erstmal vergessen, überhaupt die ganze Geschichte zu erklären. Und zwar, das ist ein Typ, der in der Pizzeria arbeitet, aber das sind lebende Maskottchen, Kinderseelen halt. Also die Kinderseelen,
sind in diese Maskottchen gegangen, die hier zu sehen sind. Die Masken kann ich euch gleich zeigen, wenn wir die Zeit dazu haben. Das sind übrigens die hier. 6 Uhr. Bam, Junge. Die zweite Nacht haben wir damit geschafft. Yay. Und die dritte Nacht fängt an. Super. Okay, jetzt kommt wieder Minispiel. Mal gucken, was es wird. Die Geschichte werde ich gleich weiter erzählen, nachdem wir dieses Minispiel gespielt haben. Okay, jetzt spielen wir den Hasen. Den fucking Hasen. Follow me. Okay. Oh nee, hier liegt er. Error? 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 Hä? Was ist das denn für Müll? Verstehe ich nicht. Hallo? Kann was passieren? Ich will da durch. Ja, Error. Ich verstehe, dass er Error ist, aber... Hä? Man muss da doch irgendwie durchkommen, oder? Ja. Ah! Holy shit! Holy shit. Boah. Und das Telefon klingelt wieder zur Beruhigung. For today's lesson, we will be continuing our training on proper suit handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring lock located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, ich will jetzt ein bisschen den Anruf verfolgen, also. Da ist er, ja. One extra room that is not included in the digital map layout program, animatronic or security suit. This room is hidden to customers, visible to animatronics, and is always off camera. As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Wie Kamerasystem, okay. Kamerasystem, also ich will schon ein bisschen Englisch reden. Oh oh. Ich habe was gehört. Aber es hat sich angehört wie ein Lüftungsschacht. Ich wusste es. Ah! Wo kam das Ding denn her? Das war doch da oben. Holy shit. Okay, damit würde ich sagen, das war's dann auch für die nächste Five Nights at Freddy's Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben da, damit ich mich auch über etwas freuen kann und nicht nur dieses Horrorspiel spielen muss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.